Schauen wir mal, was auf dem Gefängnisplaneten so abgeht. Geht es um eine Startopia-Basis, die den Planeten Cerberus 42 umkreist. In der galaktischen Datenbank findet sich dazu, das Cerberus-System wurde von der Interplanetaren Republik als gebündelter Ort für unliebsame Subjekte, wie etwa Kriminelle und Whistleblower, verwendet. Die Kriminellenrate liegt hier bei 99% mit einer Fehlertoleranz von 1%. Commander, nachdem auf dem Planeten Cerberus 42 wertvolle Ressourcen gefunden wurden, hat sich die Interplanetare Republik gnädig gezeigt und will die Kriminellen von dem Planeten schaffen. Zur kurzfristigen Rehabilitierung der Bewohner kommen diese an Bord von Startopia. Sie werden also zwangsläufig auf Sicherheitszentralen und eine Brick zurückgreifen müssen. Außerdem ist die Station in diesem Testszenario autonom. Sie werden mittels Prestige und Energie selbst die nötigen Technologien erforschen müssen. Viel Glück, Commander. Oder wie die Bewohner von Cerberus 42 zu sagen pflegen, Hände hoch. Ja, optimal. Okay, inhaftieren Sie in der Mission innerhalb von 15 Minuten 10 Kriminelle. Absolvieren Sie die Mission, ohne dass ein Krimineller die Station verlässt. Das ist ja ein Traum. So, wir bekommen eine Sicherheitszentrale und eine Brick. Damit werden kriminelle Aliens rehabilitiert. Willkommen im simulierten Orbit von Cerberus 42, Commander. In diesem Testszenario warten einige sehr spannende Gegebenheiten auf Sie. Mein Evaluierungsprozessor kann es kaum erwarten, Ihr Scheitern zu protokollieren. Machen Sie sich unbedingt mit dem Technologiefortschritt vertraut, um alsbald Zugriff auf die Sicherheitszentrale und die Brick zu bekommen. Erst dann können Sie sich dem eigentlichen Ziel widmen. Um Ihnen ein klein wenig Starthilfe zu geben, verfügen Sie bereits über etwas initiales Prestige sowie ein paar Raumcrates. Bitte versuchen Sie, diese Dinge möglichst optimal einzusetzen. So, wir müssen an Stargates-Café. Ich hoffe, Sie können in diesem Szenario schneller Ergebnisse erzielen als in dem zeitlichen Totalausfall zuvor, Commander. Commander, nachdem Sie im vorigen Szenario mit den HEGs nicht komplett versagt haben, steht Ihnen laut den lächerlichen RFS-Statuten wohl so etwas wie eine Belohnung zu. Sachen erzeugen. Also für den Herumtreiber. Ach ne, wir müssen Sachen erzeugen. 0 von 5. Das heißt, wir brauchen erst die Fabrik. Ressourcen sammeln ein... Warte, was? Sachen erzeugt. Ressourcen. Wir müssen Ressourcen erzeugen, vermutlich auf dem Biodeck. Was haben wir denn hier für Schleuse in einer Crate? Frachtraum in einer Crate. Okay, Kommunikationszentrale. Gut, 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 gut. Passt. Dann können wir jetzt hier erstmal einen Frachtraum aufbauen. Wir haben hier eine Schleuse. Dann können wir nämlich hier auch... weil es ja ums Fun-Deck auch geht und dass das Ansicht ist, könnten wir hier theoretisch schon was dazu bauen. Ich weiß nicht, ob wir hier... Doch, wir könnten sogar öffnen. Wir könnten sogar öffnen. Pass auf, dann verschieben wir das hier rein, wenn wir dann öffnen können. Sollen die das hier aufbauen? Dann machen wir jetzt erstmal eine Koje. Machen wir die erstmal hier hin, die können wir danach immer noch erweitern. Machen wir mal jetzt ein paar Stasiskammern. Und den Rest machen wir jetzt mit Slush und sonstigem Maschinengedöns halt voll. Mit Schoki noch. So, bestätigen wir das. Dann müssen wir gucken wegen dem Sauerstoff, wo wir den dann gleich brauchen. Eine Fassiladestation haben wir, glaube ich, auch noch keine, ne? Dann machen wir die Fassiladestation einfach mal hier hin. Eine Kommunikationszentrale bräuchten wir, eine Recyclingzentrale. Machen wir die Recycling, machen wir relativ zügig. Krankenstation müssen wir erst noch erforschen. So, ich will es nur erstmal schnell rauscrollen.
Und dann bauen wir halt Müllbotter noch auf. Commander, organische Lebenswesen verfügen über etwas, das umgangssprachlich Sinn für Ästhetik genannt wird. Wenn sie schöne Dinge sehen, erfreuen sie sich kurioserweise daran. Auch wenn ich dem nichts abgewinnen kann, würde ich ihnen empfehlen, ein paar dieser dekorativen Objekte, um die geringe Meinung über ihre Station zu verbessern. Oh, wir haben eine Krankenstation noch eingelagert. Oh, warte. Nein, wir haben die... Ich vergesse das aber auch jedes Mal, ne? So, komm, Krankenstation. Dann kommst du jetzt nach hier oben mal. So, bestätigen. Dann erfreut euch hier mal, wenn ihr da reingeht, an der Werbung. So, betreibe Deko-Objekt. 0 von 4. Erforsche Besucherkategorie Touristen. Das machen wir dann auch gleich. Was haben wir denn noch? Ein langer Werbebildschirm. Können wir hier jetzt noch vor der Krankenstation aufbauen. Ach, das ist Unterhaltung. So. Bodenbeleuchtung. Bodenbelag Maintenance. Einfacher Spind. Ja, keine Ahnung. Können wir halt hier noch irgendwo hinstellen. Und eine Sitzbank. So, wenn dann die ganzen Fuzzies irgendwann mal fertig sind mit dem Bauen, sollte das auch funktionieren. Machen wir jetzt hier noch eine Kommunikationszentrale zwischendrin. Commander, einer ihrer Besucher wurde überfallen und bestohlen. Ich hoffe, Sie behalten das im Auge. Ursprünglich war eine Voraussetzung dieses Testszenarios, dass es keine kriminellen Aktivitäten an Bord gibt. Unglücklicherweise waren aber nur elektronische Probanden fähig, dies einzuhalten. So, jetzt brauche ich natürlich was für die Sicherheit. Ein Starcats-Café muss ich dafür betreiben. Dann machen wir das doch mal. So. Space Disco. Wo ist mein Starcats-Café? Pauschaltouristen. Also hier, freischalten. Commander, ich habe bemerkt, dass Sie einige dieser Deko-Objekte errichtet haben. Besucher, die sich in deren Nähe aufhalten, werden dies vermutlich positiv bewerten. Ich werde dies im Feld Positive Taten in Ihrer Personalakte vermerken. Dort ist schließlich noch jede Menge Platz. So, bestätigen wir. Dann gibt es hier oben auf jeden Fall einen Müllbotter. Und mal so ein Sauerstoff. Filter, ein Atmosphärenfilter. So, die Touristen. Wenn wir dann das Darkheads Café haben, können wir die Touristen erforschen. Dafür bekommen wir dann die Arcade, Brick, Black Hole Drop, Lootbox Lotterie, Sicherheitszentrale und so weiter und so fort. Du musst also auch schon wirklich Gas geben. So, Dryaden haben wir noch keine eingestellt. Dann stellen wir die mal ein, dass die hier oben entsprechend auch hier gleich sich um die Pflanzen kümmern können. So, dann bauen wir noch eine Space Disco auf. Dass sie sich hier entsprechend auch freuen können. Jetzt haben wir noch einen Biopod. Was macht denn ein Biopod? Ah, für bessere Luftqualität. Okay.
Energieverteiler brauchen wir nicht. Und eine UV-Lampe beschleunigt das Pflanzenwachstum. Das können wir natürlich jetzt auch noch nicht wirklich nutzen. Da gibt es einen Mech-Transporter und den Röhrenlift. Mehr haben wir dann hier auch noch nicht. Die UV-Lampe brauchen wir, Pflanzen in Töpfen, 3 Stück. Ein HydroClean Pro Master. Können wir freischalten? Ist das dann irgendwie was für die Koje? Ich würde es aktuell tatsächlich der Koje mal zusprechen. HydroClean. Ne, es gibt halt nur den HydroClean, aber HydroClean Pro Master? Wir haben ihn erforscht. Vielleicht heißt es aber auch nur, dass wir gar nichts bauen können. Aber pro Stufe? Können wir dann irgendwie ausbauen? HydroClean. So, wir haben zu wenig Telgor. Müssen mal schauen, ob wir vielleicht dann einfach das in einem neuen Raum dann auch bauen können. So, haben wir Telgor. Da haben wir 3 Stück. Leviathan haben wir auch 3 Stück. Celebrama können wir auch noch welche erforschen. Oder was heißt erforschen? Wir stellen die ein. Phasis haben wir keine zusätzlichen, dann haben wir eigentlich, sind wir überall jetzt mal so ein bisschen abgedeckt wenigstens. Das mit der Recyclingstation ist natürlich jetzt halt einfach ein bisschen doof gelaufen. Schlafkapselhotel. Schlafbedürfnis wird 5% mehr befriedigt. Schalten aber erst erstmal Touristen frei. Sie haben die höchste Besucherkategorie für dieses Szenario mittels Technologie erreicht. Wenn Sie es nun noch schaffen, Sicherheitszentrale und Brick freizuschalten, können wir uns endlich dem eigentlichen Ziel des Szenarios zuwenden. So, jetzt brauchen wir 200 Prestige. Durchdrungenes Rechenzentrum kann mir soweit folgen. Commander, Sie sollten alles daran setzen, genügend Prestige für die Sicherheitszentrale und das Gefängnis zu sammeln. Dann können sie auch endlich mit der Erziehung der Straftäter loslegen. Es fehlt an einer Disco. Wir haben doch mittlerweile eine Disco. Hier oben kann man doch Disco, Disco, Party, Party machen. Laut aktueller Umfragen finden die Besucher Startopia insgesamt ganz akzeptabel. Es mangelt an Celebrama-Arbeiter für die Space Disco. Hier ist doch noch einer. Können wir doch gerne noch einen Celebrama einstellen. Suchen wir uns noch einen. Mal hier. Der lässt sich nicht. Warum lässt er sich nicht anheuern? Vielleicht weil er schon wieder gegangen ist. Reisegruppe. Ah, da kommt gerade schon mal noch eine neue Partytruppe an. Also müsste es hier doch dann bald mal losgehen. Wie viel haben wir hier? Da könnte man vielleicht noch ein paar Gräsolorianer einstellen. Weil die machen ja natürlich auch mal Pause, ne? Wellness-Touristen. Die haben Bedürfnisse Hygiene, Essen, Trinken, Schlaf, Unterhaltung und Entspannung. Ich bin begeistert. So, jetzt können wir einen Biopod bauen. Das probieren wir mal gerade schnell aus.
Mal schauen, ob wir da auch dann direkt irgendwie was reinbauen können, ob das automatisch passiert. Sie können eine Pflanze des Biotechs hier einpflanzen, um frische Luft und einen Haufen Natur direkt zu den Aliens zu bringen. Dann ab ins Biodeck. Mondkraut. Mineralien. Ich weiß nicht, ob jetzt hier auch was aufgesammelt wird. Ich hoffe es natürlich. So, und dann nehmen wir nämlich jetzt hier unser Mondkraut. Pflanzen das da wieder ein. So, Recycling-Station können wir eigentlich auch einpacken. Wir könnten noch eine zusätzliche Schleuse. Ich meine, wir haben sie da, ne? Wir können sie natürlich einfach nutzen. Beziehungsweise machen wir dann vielleicht die Röhre. Die müsste ungefähr so viel Platz brauchen, ne? Oh, noch eins mehr. Machen wir davon noch eine Schleuse dazu. Gucken wir mal. Sauerstoffmäßig sind wir hier gut aufgestellt. Hier oben auch. Also alles noch optimal. Strom passt auch. So, dann können wir jetzt eine Sicherheitszentrale bestimmt. 200 gleich erforschen. 186 Prestige haben wir gerade. Und dann kriegen wir die Sicherheitszentrale. Können wir dann aufbauen, dann wird es hoffentlich etwas sicherer. So, dann brauchen wir die Brick. Dafür müssen wir eine Sicherheitszentrale betreiben. Kisten haben wir dafür nicht. Was haben wir hier? Eine Recyclingstation. Ah, Schlaf... Ah! Schlafkapselhotel. Auspacken. Hallo? Ja, aber... Okay, das vielleicht nur hier? Ah! Ein Schlafkapselhotel. Dann bauen wir das doch einfach mal hier zwischen rein. Und dann machen wir den Hydro... Hydro-Dingster-Bumster. Hydro-Clean-Pro-Master. Vielleicht funktioniert er dann auch nur hier oben. Musst du wissen. Nachdem wir, wenn wir überhaupt noch eine Röhre holen, die eh hier drüben aufbauen, kann ich hier auch ganz entspannt das Zeug hinstellen. Aber gut, das erklärt es natürlich. So, jetzt können wir uns dann endlich mal um die Sicherheitszentrale kümmern. Die würde ich dann... Die können wir halt fast tatsächlich einfach hier zwischen reinbauen, ne? Das Problem ist, wenn du baust und du kommst aus welchen Gründen auch immer in den Zoom rein, du kannst nicht rauszoomen. So, das müsste eigentlich reichen für die Max. Oh, wir brauchen auch noch einen Mech-Transporter, ne? Mhm. Den ich wahrscheinlich noch nicht... Mech-Transporter. Noch nicht habe. Können wir aber freischalten.
So, es scheint dafür keine Crates zu geben. Dann bauen wir den vielleicht einfach so auf. Machen wir den da hinten hin? Commander, Ihre Sicherheitszentrale ist nun funktionsfähig. Die hier arbeitenden Leviathane kümmern sich darum, hocheffiziente Drohnen zu steuern, die nach Kriminellen Ausschau halten und diese bei Identifizierung in die Brig bringen. So, Mech-Transporter. Dann gehen wir hoch aufs Fun-Deck. Öffnen hier mal gerade das Shot. Dann kriegen wir nämlich jetzt hier zusätzlich Röhren, die nach oben kommen. Kriegen einen Mech-Transporter, können hier zwischendrin noch was einbauen, was Hübsches. So, da haben wir ein Schlafkapselhotel für Pauschaltouristen. Und hier haben wir ein Hydroclean Promaster für Pauschaltouristen. Listige Leviathane. Die Bedürfnisse der Angestellten steigen um 25% langsamer an. Kriminelle Angestellte sorgen allerdings dafür, dass andere Angestellte auch kriminell werden. Commander, die erste Drohne verlässt nun die Sicherheitszentrale und macht sich daran, unter den Besuchern kriminelle Subjekte zu finden. Den normalen Parametern zufolge hätten sie diesen Punkt in der Hälfte der Zeit erreichen sollen, aber nachdem es in diesem Szenario keinerlei Zeitdruck gibt, denke ich, dass ihre Aktivitäten ausreichen. Da würde es mich mal interessieren. Eine diabetöse Wahl, Commander. Ob das immer kommt. So, gesamter Fähigkeitswert ist 5 und es gibt 15 Kommandopunkte, denke ich mal. Und jetzt müssen wir halt auch produzieren tatsächlich. Wir müssen hier produzieren, das heißt, wir brauchen eine Fabrik hier unten. Eine Fabrik. Die können wir herstellen schon. Können wir freischalten. Wahrscheinlich haben wir nichts dergleichen aktuell bekommen. Dann gucken wir mal, ob wir hier dann die Fabrik aufbauen können. Wahrscheinlich ist das hier alles zu klein. Für 20.000 noch was öffnen? Ist vielleicht ein bisschen heftig, ne? Aber ich weiß auch nicht, ob ich die Fabrik dann wirklich hier runter bekomme. Die müsste aber genau hier, müsste die theoretisch reinpassen. Ich müsste halt nur den Müllbotter mal umschieben. Vielleicht nach hier vorne. Und die Pflanze. Schieben wir auch mal hier zur Seite. So, und dann kann ich nämlich hier die Fabrik aufbauen. Dann müssen wir aber auch mal das das Biodeck ein bisschen erweitern. Und auch andere Biome mal einsetzen. Eine UV-Lampe. Machen wir mal Terraforming. So, wir machen mal Savanne hier hinten ein bisschen. Savanne. Dass hier entsprechend auch Savannenpflanzen wachsen können. So, was haben wir denn hier noch? Regenwald. Ist das hier Regenwald? Das sieht aus wie Regenwald, ne? Dann erweitern wir den noch ein bisschen. Was haben wir hier noch? Das ist dann Polar. Dann können wir das Gebiet hier mal verbinden zu Polar. So, dann hätten wir noch Wald und Wiese. Das könnte... Ne, das ist es nicht. Tundra Tiger ist das auch nicht.
Was könnte das denn sein?